Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans und es gibt ein paar geile Neuigkeiten, so will ich es mal bezeichnen, direkt am Anfang schon mal. Es gab nämlich ein neues Ask Me Anything von Darien und ich würde mal sagen, wir gucken einfach jetzt mal einen Angriff an. Ich habe die Leute hier aus dem Spezialrathaus 12 Clan gefragt, ey, habt ihr mal ein paar Wiederholungen für mich? Weil ich dachte, es könnte vielleicht interessant sein, während ich jetzt hier mal versuche, ja, sagen wir mal, zunächst einmal auf das Wichtigste einzugehen. Wer sich erinnert, es gab schon mal so ein Ask Me Anything, da habe ich alle Informationen sehr, sehr stark in Textform auch gebündelt, also nicht gerade gebündelt, sogar einfach quasi so durchlaufen lassen im Video. Da haben einige gesagt, waren vielleicht ein bisschen zu viele Informationen, vor allem so in Textform, die wir dann auf dem Display bei uns gesehen haben, egal ob ihr es jetzt am Handy guckt oder ob ihr es vielleicht am PC guckt oder sonst wo, am Fernseher oder so. Haben einige gesagt, sag doch lieber was dazu und lass dann vielleicht so einen Angriff laufen. Das ist dann einfacher, das so im Hinterkopf so ein bisschen zu behalten und das anders wahrzunehmen oder beziehungsweise besser wahrzunehmen, als wenn man es dann halt auch noch lesen muss. Und ja, was ist passiert? Darien hat sich wieder hingesetzt. Er ist ja glaube ich, sogar im Headquarter von Supercell in Finnland. Und er hat gesagt, ich sitze jetzt hier, habe ganz viel Koffein und habe ein bisschen Musik auf den Ohren. Und jetzt stellt mir eure Fragen, was wollt ihr wissen? Und ich würde einfach mal sagen, ich will jetzt nicht lange drum rumreden, wir nehmen einfach mal so die Quintessenzen, die er da gesagt hat und gucken einfach mal, was es ist und dann werde ich noch mal eine Meinung dazu sagen und dann könnt ihr vor allem auch eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und, also es war ziemlich lang, er hat ziemlich lang geantwortet, es waren sehr, sehr viele Fragen, aber so die Hauptfragen sind, oder beziehungsweise die Hauptsachen, die er gesagt hat. Heldenzeiten werden sich verkürzen und er sagt sehr, sehr zeitnah. Sehr, sehr zeitnah. Er sagt es, also, oh, gestern war das, glaube ich, und heute sagt er schon, es könnte sogar schon was im Forum sein. Ich werde gleich mal nachgucken, ob ich da vielleicht schon was finde, auch wenn es jetzt noch relativ früh ist bei mir. Aber vielleicht werden wir da schon was finden. Dann sagt er, we are also going to be making additional changes to some time-related aspects, also Sammler, Truppenausbildung und so weiter und so fort, Gebäudebauzeiten und so weiter, also wird er auch noch alles erklären und natürlich, er wird alles Feedback, was da war, an die Developer weitergeben. Da war zum Beispiel was bezüglich des Inferno-Turms, haben einige gesagt, ey, wir wollen den lieber in Blau haben, den 6er Inferno-Turm, weil der 6er Inferno-Turm, seien wir mal ehrlich, ziemlich hässlich aussieht, er sieht eigentlich nach gar nichts aus, wenn man das mal so sieht. Dann die Bogentürme, da haben einige gesagt, okay, über die Farben kann man ja streiten, aber man kann sie einfach nicht gut auseinanderhalten. Das ist so das Problem. Und was war denn da noch? X-Bogen waren auch einige nicht mit zufrieden. Und da hat er halt gesagt, alles, was da diskutiert wird, das leitet er natürlich weiter. Und noch ein cooler Punkt. So Upgrades, wie visuelle Upgrades für die Helden. Also zum Beispiel, du sagst, Held Level 1 bis Level 5 hat irgendwas Besonderes und dann kommt nochmal was. Und er sagt, das wäre halt alles sehr, sehr schwer umzusetzen, wenn es jetzt so um so ja, Aussehensaspekte da geht, weil das einfach halt kein richtiges, das ist ja kein 3D, sagt er. Es ist maximal irgendwie 2,5D, es sind halt irgendwelche, ich kenne mich auch nicht aus, Leute, aber zusammengefasst ist es schwierig umzusetzen, weil es kein richtiges 3D ist. Das ist so das. Und ich würde sagen, ich werde gleich jetzt mal direkt im Forum gucken, ob da schon sich was getan hat. Boah, es waren echt viele Fragen. Ich scrolle gerade am Handy durch. Und kennt ihr das? Wenn ihr so eine Seite geöffnet habt auf dem Handy und dann scrollt ihr durch und ihr merkt, dieser Balken an der Seite, der euch anzeigt, wie lang die Seite insgesamt ist, der bewegt sich einfach mal fast gar nicht. Und daran kann man dann schon sehen, wie abartig lang einfach dieser Thread war und wie viele Fragen Darien beantwortet hat. Auf jeden Fall dickes Dankeschön an Darien, dass er sich immer so die Zeit nimmt dafür, und dann sich abends hinsetzt und dann sagt, ey, ich beantworte ein paar Fragen. Ich würde sagen, wir machen kurz einen Cut. Ich suche mal eben, ob ich was finde. Ansonsten machen wir natürlich noch einen Angriff, reden noch ein bisschen weiter. Auf jeden Fall schon mal cool, ne? Die Regenerationszeiten der Helden wurden reduziert oder werden reduziert, eher gesagt. Sehr cool. Sehr cool, das ist auf jeden Fall geil. Und ja, sie haben jetzt immer in letzter Zeit gesehen, durch diese ganzen Sachen, One-Gem-Boost, Spenden mit einem Gem und so weiter und so fort, das hat eigentlich so eine richtig geile Dynamik ins Spiel reingebracht. Ich glaube, da wollen sie auch wieder ein bisschen was von mitnehmen, wollen das Momentum so ein bisschen mitnehmen und ich gucke nach. Wir sehen uns gleich wieder, Leute. Bleibt dran, bis gleich. So, wir haben einen gefunden mit relativ viel Loot und wäre es sogar ganz gut, wenn die einfach außen rumlaufen würden. Ich will natürlich direkt zum Rathaus, mal gucken. Wir werden hier auf jeden Fall auch noch offen springen. 1, 2, 3, 4. So, mal gucken. Ja, ich brauche eigentlich... Ja,
Ja, ich will ja eigentlich, dass sie. Ich will ja eigentlich gar nicht, dass sie zum. Ich will ja eigentlich gar nicht, dass sie zum Rathaus laufen. Ich will ja eigentlich gar nicht, dass sie zum Rathaus laufen. Ja, ich habe es gerade aktiviert. Ich bin ein Idiot. Ich habe es aktiviert. Was ich gar nicht wollte. So, da will ich hin. Helden hinterher, hoffentlich. Bitte, Helden, lauft schön in die Mitte rein. Und ich möchte eigentlich nur über den ganzen Loot haben. Mehr will ich ja gar nicht. So, dahin. Ja, jetzt müssten sie schon mal, zumindest vom Warden wurden sie aktiviert. Das ist sehr gut. Ich habe jetzt gerade auch schon mal die Truppen aus der Belagerungsmaschine, habe ich gerade schon mal rausgeschmissen. In der Klarenburg hat er nichts. In der Mitte ist mir egal, was sie da tun. Sollen sie ruhig in die Mitte reinlaufen. Aber bitte doch nicht ganz außen an den Wänden, Herr Leute. Doch nicht ganz außen. Ich zoome mal ein bisschen raus, damit ihr das auch mal gescheit seht. Ja, ganz außen so war der Plan aber auch nicht. Was haben wir denn jetzt? 59%. Ich will ja wie gesagt nur den Loot. Das bedeutet, also Dunkles ist mir egal, aber der Rest wäre ganz schön. Natürlich den maximalen Bonus. Ja, das zwei Lager sind noch da. Zwei Lager stehen hier noch auf der Agenda. Die müssen wir noch eben holen. Ansonsten wäre das ein Angriff, so wie er eigentlich sein sollte. Ne? Sie sollten ja außen rumlaufen. Das ist okay. Ich werde es auch direkt aufgeben gleich, weil die Regenerationszeiten ja noch lang sind aktuell. Oh, bei 100. Wo ist denn, hä? Ah, noch im Rathaus. Okay. Ja, ist okay. Ist okay. Kann ich mitleben. Kann ich auf jeden Fall mitleben. Und jetzt gucken wir mal. Wir fordern mal eben noch an. Dream Team Kids. So. Es gibt übrigens auch noch eine Sache, die ich noch gefunden habe. Etwas sehr Cooles habe ich noch gefunden. Truppen bilden aus. Schub habe ich natürlich nicht aktiviert, weil ich blöd bin. Zauber laufen. Helden laufen auch. Dauern jetzt natürlich. Und ich würde sagen, wir reden jetzt aber ganz kurz noch eben drüber. Da muss ich doch tatsächlich mal gerade dem Rüdi sagen, er soll nicht einfach Leute kicken. Weil er denkt, die Suche wird dann eher gehen. Warte mal, wir haben noch einen Angriff hier. So, also. Also. Ob es denn mehr magische Items geben wird. Und er sagt, yes, we plan on introducing more magic items. Whether or not it's this year is yet to be seen. Also ob es denn aber in diesem Jahr noch passiert, das bleibt abzuwarten. Und er hat gesagt, er möchte oder sie möchten auch ein paar some. Das hat er extra groß geschrieben. Ich glaube, das bedeutet, es werden noch einige Sachen kommen. Also steht, we do want to keep some surprises for you guys. Also einige Überraschungen. Bin ich mal gespannt. But I think you like what we have in mind. Also er denkt, dass wir mögen werden, was sie so im Sinn haben dabei. Und er sagt auch, sie arbeiten an vielen Quality of Life Changes. Also was unser Splash-Erleben ein bisschen einfacher machen wird. Und die Wolken. Ein großes Problem bei Clash of Clans. Ein riesiges Problem. Für mich persönlich jetzt nicht. Weil ich nicht da oben rumeier aktuell. Aber ich kann das auf jeden Fall verstehen, wenn die Leute da frustriert sind und sie arbeiten dran. Clouds are one of the things we are experimenting with, but we are also working on new content. Neuer Content. Er hat ja irgendwann gesagt, dass man am Ende des Jahres auf jeden Fall Rathaus 12 sein will. Und sie haben auch irgendwann, glaube ich, mal gesagt, es sollen noch weitere Belagerungsmaschinen kommen. Das weiß ich jetzt aber nicht mehr ganz sicher. Dann hat auch irgendwer gesagt, oder gefragt, ob es denn noch eine neue Truppe geben wird, also eine dunkle Elixier-Truppe. Und er sagt, dass sie ja gerade erst den Elektro-Dragon geedit haben und dass es aktuell jetzt nicht geplant ist, ja, in absehbarer Zeit dann eine neue Truppe zu bringen. Es ist jetzt auch aktuell, finde ich, nicht nötig. Wir haben ja, wie gesagt, gerade den Elektro-Dragon, also jetzt noch eine neue Truppe zu bringen, finde ich auch gerade nicht so sinnig, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ich glaube echt, dass da noch einige Updates auf uns zukommen auf jeden Fall und magische Items. Da wurde ja auch schon diverse Male spekuliert, was denn da auf uns zukommt. Also, ich glaube, das könnte noch ganz cool sein. Vor allem dadurch, dass wir jetzt ja auch ein neues Rathaus haben und so weiter, eine neue Truppe haben, können es ja auch eventuell nochmal neue Magic Items geben. Oder könnte es nochmal neue Magic Items geben, die wir dann noch gebrauchen können, die vorher vielleicht gar keinen Sinn gemacht haben, aber die jetzt Sinn machen. Das wird noch interessant auf jeden Fall. Das werden noch interessante Monate und ja, die Wolken immer eine Sache und auch Matchmaking, da arbeiten sie auch an was, um es noch ein bisschen fairer zu machen, glaube ich. Da war auch noch was im Raum. Ja, viele Sachen, die da auf uns zukommen. Ja, jetzt habe ich die Gegnersuche gerade nochmal gestartet. Also, ja, das dritte Mal jetzt. Also, keine Ahnung. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir da Gegner finden. Weil mit 50 Rathaus 12 an dem Clan ist das ein bisschen schwieriger. Ich würde sagen, wir machen noch kurz einen Cut. Gegner, ja, wir sehen das ja hier, ne? Der Warden dauert 28 Minuten. Habe ich natürlich Boost drin.
Also müssen wir noch ein bisschen warten. Ich will auf jeden Fall noch einen Angriff machen. Wir müssen die Lage noch ein bisschen füllen. In 20 Stunden ist der verborgene Tesla fertig. Ich habe aktuell einen Bauarbeitertrank drin. Also, wir reden doch gleich weiter. Kurzer Cut, bis gleich. So, ich glaube, den nehmen wir mal mit. Und warum nehmen wir den mit, Leute? Ihr wisst es doch. Ein Inferno-Turm im Ausbau, ein X-Bogen im Ausbau. Oh, guck mal, wie geil die noch aussahen. In schwarz. In komplett, ja gut, mit ein bisschen Holz noch oben dran. Es sah so geil aus. Und dann die Max-X-Bögen da in lila. Nein. Nix gut, nix gut, nix gut. Und ich bin mal gespannt. Ich weiß, ich würde... Oh, kriegen wir das wohl hin, den einfach da reinzusetzen? Was wird wohl passieren? Ah, das will ich nicht machen. Nein, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Wir sprengen aber trotzdem noch ein bisschen auf. Und zwar an der Seite. Aber wir müssen aufpassen. Wir dürfen auf keinen Fall... Dürfen wir... Ah, okay. Das Rathaus anschalten. Haben wir hingekriegt. Ich habe diesmal Bowler dabei. Papi hat Bowler dabei. So. Dahin. Und noch eine hinterher. Drei im Sinn. Und jetzt geht die Bowler-Armee auf ihren Weg. So, ich weiß, es ist nicht davon betroffen, dass die Belagerungsmaschine ist nicht betroffen von Zaubern. Das weiß ich, Leute. Bin ja schlau. So, rup. Einen davon drauf. Bowler-Armee geht an den Start. Macht alles kaputt. Oh, König ist kurz vor knapp. Ich will aber nicht, dass er durch den... Ah, er muss aus dem Wut raus. Das ist der König. Das ist das Geile, wenn du gar nicht mehr weißt. Ach, da ganz rechts war er. Da ganz rechts war er. Ich glaube, das wird ein guter Angriff. Ich hatte ja vorher immer anders gefarmt mit Valkyren noch dabei. Aber ich habe mir gedacht, so schlecht können ja die Dreier-Bowler nicht mehr sein. Also, sie sind zwar nicht mehr Max seit dem Update bei mir, aber trotzdem, so schlecht können sie nicht sein. Und sie zeigen es. Es ist auch gut klar, es war ein Inferno-Turm im Ausbau, wir haben einen X-Bogen im Ausbau, aber ich wollte noch irgendwas erzählen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich doch... Irgendwas wollte ich, glaube ich, nur erzählen. Ich weiß es nur nicht mehr. Diese Folge wird auf jeden Fall, glaube ich, eher kommen heute. Wer habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Sie wird wahrscheinlich eher kommen, einfach aus dem Grund, weil ich ja dann gleich noch im Forum gucke, ob da noch sich was getan hat, weil der Darian gesagt hat, er wollte noch Details rauskloppen und das will ich euch natürlich dann auch mitteilen, Mami. So, da sind wir noch unterwegs. Zack, zack, zack. Ja, 100%. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So schlecht scheinen die Bowler nicht zu sein. Wäre vielleicht auch was für den Kleinkrieg, wenn wir tatsächlich irgendwann mal in 100 Millionen Jahren mal einen Gegner finden. Ja, das ist einfach dann so vielleicht eine Armee mit Machttrank, die ich dann mal benutzen könnte. Ich habe ja noch einige Machttränke. Schöner Loot. Schöner Loot. Ich werde definitiv in Kristall bleiben. Kristall ist definitiv meine Liga, wo ich bleibe. Nein, ich habe wieder nichts ausgebildet. Mal gucken, wie viel Bowler wir mitnehmen. Hexen sind aber auch gut. Hexen sind auch ganz gut. So. Ja, jetzt sehe ich gerade gar nicht, wie viel Platz ich noch übrig habe. Jetzt sehe ich es. 7 Hexen hatte ich dabei. Dann nehmen wir euch mal 10 mit. Rest Bowler. Immer noch 24, oder? Ja, sind 26. Immer noch 26 davon. Das reicht auch aus. Zack, 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 zack. Giftzauber. Oh, immer gut. Der hatte ja gerade sogar was in der Clanburg, ne? Der kleine Gegner. Und da würde ich sagen, das sind bald Zeiten der Vergangenheit, dass die Helden so lange brauchen, selbst wenn sie nur auf Level 51 sind, wie bei mir. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Schaltet auf jeden Fall später rein, wenn ich nochmal gucke, dass es da Neuigkeiten gibt. Und bewertet das Video, guckt in die Beschreibung, abonniert den Kanal. Bis später, Leute. Tschüss. Playing my favorite song right back on top, yeah. And we never stop.